Disney Junior zeigt euch jetzt eine kleine Geschichte mit der Garde der Löwen. Als die Hyänen Tamar erwischen, muss er sein Köpfchen einsetzen, um zu entkommen. Siehst du irgendwo die Hyänen, Ono? Leider nein, ich sehe sie nicht. Das ist eure letzte Chance, Hyänen. Aber ich höre etwas. Verschwindet, sonst holen wir euch. Hey, das war ich. Aber ich bin doch hier. Das ist Tamar, kommt. Wow, ich höre mich richtig heldenhaft an. Hey, wartet auf mich. Ihr habt das nicht anders gewollt. Wir kommen jetzt. Es sei denn, ihr verschwindet sofort. Rar. Wohin sollen wir fliehen? Sie sind auf allen Seiten. Ich weiß nicht, vielleicht können wir... Hey, wieso hängt ihr kein Vogelmörs im Schnabel? Eure Zeit wird knapp, Janja. Netter Versuch, aber wir wissen, dass die Garde nicht hier ist. Das denkst du. Oh, er ist wirklich gut. Diesmal hat er nicht mal seinen Schnabel bewegt. Weg von dem Vogel, Janja. Kieren! Es ist nicht so, wie du denkst. Weißt du, wir wollten nur den armen, verirrten Antilopen helfen. Und ihnen den Weg nach Hause zeigen. Wir kümmern uns schon um die Antilopen. Seht zu, dass ihr selber den Heimweg findet. Das tun wir. Na los, Jungs. Und kommt ja nicht zurück. Entschuldigt, ich war gerade so in Übung. Es war sehr mutig von dir, was du da gemacht hast, Tamar. Du hast geholfen, die Antilopen zu retten. Danke, Leute. Da konnte ich mein Talent für was Gutes einsetzen. Aber nur, damit du es weißt. So knurre ich nicht. Ah, guter Tipp. Aber diesmal habe ich es wirklich gelernt. Von jetzt an halte ich mein Versprechen. Schluss mit dem Imitieren. Außer für einen guten Zweck. Das ist toll, aber kannst du mich zum Schluss noch einmal nachahmen? Okay. Sukasama! Ich habe eine bangatastische Stimme. Die Hyänen waren stärker als Tamar. Doch Tamar schaltete seinen Verstand ein. Und ein schlauer Geist schlägt jeden starken Gegner. Noch mehr Geschichten mit der Garde der Löwen gibt's auf Disney Junior.